Ich habe ja letzten Donnerstag meinen 1000 Abonnenten-Special hochgeladen. Und ja, das Feedback war wirklich riesig. Ich wollte mich nochmal bei denjenigen extra bedanken, die herzlichen Glückwunsch und so in die Kommentare geschrieben haben. Das Video hatte jetzt schon 72 Likes, nächsten glaube ich schon 73. Und das gab es in dieser kurzen Zeit noch nie. Also nochmal vielen Dank. Und jetzt mache ich nochmal mein erstes 3x3 Faktenvideo über die Charaktere Exakun, Darth Plagueis und Pockel. Exakun war ein angesehener menschlicher Sith Lord während der Galaktischen Republik. Mit seinem Schüler Ulik Kheldroma, den Krat und den Mandalorianern begann er den großen Sith-Krieg. Seine Meister waren Vodus Yuuzhan Vass und Fridan Nadd. Exar gilt als Erfinder des Doppellichtschwerts, da er ein Meister im Lichtschwertkampf war und zu seinem Zweck eins baute. Außerdem beherrschte er die Kampfmeditation, mit der er das Handeln seiner Gegner beeinflussen konnte. 3996 vor Schlacht Yavin lockte ihn sein alter Verbündeter Ulik Kheldroma in einen Hinterhalt auf Yavin 4. Die Masasi, also die Armeen Exakuns, opferten sich selbst, um Energie für Exars Ritual bereitzustellen. Er gab seinen Körper auf, aber trennte seinen eigenen Geist raus, der erst 11 nach Schlacht Yavin seine Ruhe fand. Darth Plagueis, aka Hego Damask, der ein Jahrhundert vor Schlacht Yavin lebte, konnte aufgrund seiner langlebigen Spezies weitergehend die Geheimnisse der Macht erforschen, was ihm auch sehr viel geheimes Wissen der Sith bescherte. Seinen Meister Darth Tenebrous besuchte er in seiner Kindheit und spürte auch seine Macht. Seine Schüler waren Nad Lare und Darth Sidious. Über seine Kenntnisse zur Erhaltung des Lebens und der Manipulation der Midichlorianer wurde er zu einem sehr weisen Sith Lord, der auch viele Politiker umstimmte, um den Sith Orden zu vergrößern. Jedoch sah er seinen eigenen Tod nicht kommen, obwohl das die Regel der Zwei besagt. Plagueis wollte verbringen, Leben mit der eigenen Macht zu erschaffen, doch man weiß nicht, ob er dies vor seinem Tod noch geschafft hat. Palpatine tötete ihn im Schlaf und vernichtete fast alle Überreste. Es gibt Vermutungen, dass Plagueis Anakin Skywalker erschuf und auch in Episode 3 manipulierte Palpatine Anakin mit der Information, man könne das Sterben verhindern. Der geonosianische Erzherzog Pockel gehörte der Konföderation unabhängiger Systeme an und war Vorsitzender der Geonosian Industries, die Droiden herstellten. Außerdem war er ein führendes Mitglied des Separatistenrates von Geonosis. Seine besonderen Merkmale waren der Bart, wenn man das als Bart bezeichnen kann, und der Stock, mit dem er so gut wie immer geht. Seinen Beinamen der Geringere trägt er, da er ursprünglich aus einer niedrigen Arbeiterkaste stammt. Getötet wurde er auf Mustafar mit anderen Separatistenführern von Darth Vader. Er versuchte sich zwischen den abgetrennten Armen und Beinen auf dem Boden zu verstecken, wurde dann aber enthauptet. Ja, jetzt könnt ihr noch eure Meinung zu den 3x3 Videos in die Kommentare schreiben. Also ich finde es ja recht gut, da ich auch viel Abwechslung bekomme und so all eure Charaktere drankommen. Und nächstes Mal höre ich mich wieder ein bisschen besser an, denn da sind meine Halsschmerzen weg.